Willkommen am Circuit Gilles Villeneuve. Hier findet das heutige Qualifying für den großen Preis von Kanada statt. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Ladies and Gentlemen, die Kamera ist irgendwie da hinten komisch. Willkommen zum großen Preis von Kanada. Wie Heiko schon richtig sagte, auf dem Circuit de Gilles Villeneuve, ja, was er jedes Jahr gerne wiederholt. Und unsere Bremsanlage ist im Sack. Oh. Das kann doch kein Zufall sein. Ausgerechnet jetzt, weißt du, kurz nach dem Rennwochenende in den USA, wo Magnussen mit einem Bremsdefekt ausgeschieden ist. Das kann doch kein Zufall sein. Die patchen das nach. Ich hatte schon kaum Trainingszeit, weil ich Komponenten ausgetauscht habe. es hat aber funktioniert. Meine ERS-Anzeige war nämlich gelb und ich habe, darauf können wir ja zugreifen. Was habe ich denn gemacht? Ne, hier kann man es sehen. Ich habe zuerst den Energiespeicher ausgetauscht, weil das ist für ERS. Danach hat sich nichts getan. Also ich hatte vorher die 4 drin. Dann wurde die Anzeige gelb. Dann habe ich gedacht, komm, dann tausche den mal aus. Hier in Kanada bräuchte man den vielleicht. Auf 1 ausgetauscht, Reparaturzeit ablaufen lassen, immer noch gelb. Ja, okay. Tausch mal das aus, was am kaputtesten war. Hier mit 60%. Immer noch gelb. War aber ausgetauscht und jetzt, in der nächsten Session erst, stimmt das. Das ist ganz, ganz komisch. Aber gut, dann haben wir ein paar frische Komponenten, kann man für eine Highspeed-Strecke wie Kanada ganz gut gebrauchen, glaube ich. Ja, jetzt haben wir, also ich habe 10 Minuten Zeit im Qualifying. Ich sehe schon kommen, dass, wievielte Rennen ist das jetzt? Baku, Spanien, Kanada, Monaco, Kanada, das siebte tatsächlich. Doch, 7, habe ich richtig gezählt. Das siebte Ausscheiden in Q1 in Folge, ich glaub's schon. Also meine Zeiten im freien Training waren auch nicht so der Brüller. Nee, nicht umkippen, du blödes Ding. Ja, gucken wir uns nochmal an, was die Hauptgetriebe. Ausstehend. Moment. Haben die das auch noch nicht gemacht? Wann machen die das denn mal? Wir wurden doch nach Monaco wurden wir gefragt, ob wir denn das Ding hier nicht austauschen wollen. Habe ich auf Ja gedrückt. Ich weiß es noch ganz genau. Das haben sie immer noch nicht hinbekommen. Mann. Was ist das für ein Saftladen hier bei Haas? Ist ja unglaublich. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte mir gucken, was... hier die erste Zeit. 8-0, ja, sicher, das ist klar. Da bin ich aber ganz weit von weg. Selbst Troll ist gerade schneller. Ach, auf Ultra, ja, sicher, okay. Temporada, zweiter. Dritter, da müsste ich aber auch so liegen. Ich schaffe die 340, glaube ich, auch. Magnussen schon dabei? Nee. Doch, Magnussen. Zehnter mit 332. 339. Also ganz so langsam sind wir nicht mehr. Okay, wir fahren mit, also ich fahre mit ganz wenig Flügel. Ich fahre mit 2,3, glaube ich. Bin jetzt mit 2,2 gefahren, hatte aber hinten Probleme im Heck. Das kam immer gerade da, wo er jetzt ist.
kam mir brutal das Heck. Okay, Bremsballons nach vorne. Auf 6. Blöd. Beziehungsweise erst auf 7, dann auf 6. Blöd, weil dann kam ich um die Kurven nicht mehr rum. Vorne kein Grip mehr, vorne zu schwer. Mehr ging nicht. Wieder nach hinten. Hinten noch einen Heckflügel mehr gemacht. Und dann ging es so einigermaßen. Trotzdem unruhig die Kiste. So, jetzt haben wir 3 Minuten gequatscht. Wir gucken gerade Kevin zu. Kevin ist aktuell 5. mit einer 1.82. Jo, ich sehe mich eher so bei Sirotkin. Schauen wir mal. Wir tun mal die Zeit beschleunigen. Das Beste wäre jetzt noch, wenn es jetzt regnen würde, wenn ich losfahren darf. Das wäre echt der Knaller gewesen. Aber gut, so viel Pech habe ich dann doch nicht. Alles klar. Schnellsten Schluppen drauf habe ich, müsste ich theoretisch schnell gucken. Das hätte ich gerade mal machen können. Wie viel Sprit ich denn dabei habe? 4 Runden läuft. Gut, dann komm, dann fahren wir jetzt mal schnell raus. Mann, Mann, Mann. 10 Minuten fürs Qualifying. Freundlich wieder. Ich habe meinen Wagen. Doch, ich habe meinen Wagen zerstört. Ha! In P2 habe ich ihn zerstört. Ich sage euch gleich wo. War jetzt nichts Spektakuläres. Also Überschlag habe ich nicht geschafft, aber. So, Herr Dingens, fahren wir mal vorbei. Achtung, hier zu weit rausgekommen, gedreht und hier links in die Wand rein. Also meine Mechaniker hatten was zu tun. Diese Kurve hasse ich hier. So, hinter mir ist ein McLaren, vor mir ist ein McLaren, aber der Abstand ist groß genug. Ich glaube eh, dass er der hinten an mich rankommt, als ich vorne an ihm bei meiner Speed. Dann wollen wir mal. Jetzt fährt mir Magnussen vor die Schnauze, wa? Das war eine richtige Scheißrunde. Bestimmt eine 9.5 oder so. Oder 9. Ah, Xbox-Controller. Acht. Oho. Hat sich jetzt nicht so angefühlt, aber okay. Weil das ist ja ungefähr da, wo ich geschätzt habe. Also Platz 18. Mit Verbesserungspotenzial. Das heißt, ganz schnell in die Box. Vielleicht ein Tucken mehr Sprit rein, damit ich gleich noch 2 Runs schaffe. Direkt wieder raus. Die frischen Reifen nicht vergessen. Wäre von Vorteil tatsächlich. Ruhig, Brauner, ganz ruhig.
Ich finde diese Bodenwelle eine Anbremszone bei der langen Dran extrem nervig. Genau wenn du anbremsen musst, ruppelt hier alles. Ah, zurück in die Garage. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist. So extrem vor allem. So, zack. Zupp. Machen wir das mal so. Machen wir mal so. Das tut dann. Nein. Ach komm schon, Reifen. Zack, neue drauf. Ganz kurz in die Dings gucken. Wie schnell müsste ich werden? Ach so, jo. 5/10. Halbe Sekunde. Ja, easy. Schaffe ich. Gar kein Problem. Oh Mann. Die machen es mir aber echt nicht einfach. Und das nächste Rennen ist Frankreich. Das schreibe ich sowieso. Ich glaube, vor Frankreich setze ich die Schwierigkeit hoch. Ist mir egal. Dann starten wir als Letzter und kommen als Letzter ins Ziel und dann ist gut. Danach kommt Österreich und dann geht es definitiv bergauf. Nein, ich habe Kanada noch nicht abgeschrieben. Nur fast. Ich komme mir hier gerade so vor, wie es wie Haas in der Realität. Bei denen läuft es aktuell auch überhaupt nicht. Leider. Dass die noch mit Williams mithalten können, ist ein Wunder. Steuern. Das macht keinen Spaß. Alter, Vater. Super knapp. Ich bin am Verzweifeln hier.
Ja, so ein bisschen verbessert. Elfter! Q2! Endlich Q2! Unglaublich, ich hab's geschafft. Oh, ist das schön. Bottas raus. Oh. Interessant, ja, Perez vorne, das ist nichts Neues mehr. Aber Bottas raus. Kevin mit drin und wo ist mein anderer Konkurrent? Leclerc ist ein bisschen weiter vorne. Ach so. Wie knapp das hier alles ist. Das ist wieder... Das ist unglaublich. Das dauert mal so 1,5 Zehntel langsam und ich wäre draußen gewesen. Oder? Na, zwei. Na, ist egal. Q2. Ja. Endlich. Und ohne großartiges Abkürzen. Über die letzte Schikane streiten wir uns mal nicht, ja? Das lief doch fantastisch. So, jetzt so eine Runde nochmal und dann komme ich trotzdem nicht weiter, weil jetzt müsste ich Top 10. Ich fahre einfach. Jetzt habe ich keinen Druck mehr. Jetzt ist der ganze Druck weg. Ich habe mehr geschafft als die letzten 6 Rennen. Oder bin ich einmal in Q2 gekommen? Ich meine nicht. Das hat doch alles schon in Abu Dhabi letztes Jahr angefangen. So, komm. Raus. Ja, Q2 Luft schnuppern. Endlich. Das kenne ich gar nicht mehr. Wie ist denn das so? Ist die Luft jetzt besser? Nicht immer noch gleich. Na gut. Aber es ist irgendwie dunkler geworden, kann das sein? Hier hat Vettel mal einen Sieg verschenkt, ich weiß nicht wann es war, 2008 glaube ich. Ne, 2011. Müsste 2.11 gewesen sein. Kanada 2.11, ein Rennen, Empfehlung hoch 10, mega geiles Ding. Ich glaube, eines der besten Rennen der letzten Jahrzehnte. Oh, Gas hinter mir, der soll mir jetzt nicht auf den Keks gehen in der Runde. Oh. Gut, dass sie noch nicht gezählt hat. Und das weit genug weg. So, absolute Bestzeit im letzten Sektor. Da kann ich nur nichts von kaufen. 1,7! Ist klar. Naja, ich sag mal so. Hört sich jetzt kurios an nach den letzten Rennen, aber ich habe überlegene Topspeed. Ich war 343, 44 schnell. Nur in den Kurven kann ich nichts mehr reißen.
Ja, das kann ich abbrechen. Mist. Verdammt. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit noch herholen soll. Okay, ich war jetzt... was hatte ich gerade gefahren? Dieselbe Zeit, ne? 183, 183 oder 182 hatte ich, glaube ich. Naja. Ich sag nur so, immerhin Q2 erreicht. Aber jetzt noch so auf dem 11. Platz, das wäre natürlich geil. Freie Reifenwahl, das wäre schon was Feines. Gucken wir mal. So, einen Reifen hätte ich noch. Wo fahren sie denn rum? Teamkollege 182. 5-4. Ich 183. 5-4. Wo verliere ich die Zeit? Ersten Sektor bin ich schneller. Zweiten Sektor bin ich schneller. Dritten Sektor. Ne, Quatsch. Entschuldigung. Zweiter Sektor bin ich lang. Zweiter Sektor 4/10. Der zweite Sektor ist. Da müssen wir noch was machen. Okay, let's go. Letzten zwei Versuche. Ich will wenigstens vor Kevin kommen. Wo Leclerc ist, weiß ich gerade nicht. Ja, der muss auch vor mir sein, weil ich bin letzter. Ja, sehr beruhigend. Alles in der letzten Schikane verloren. Ist nicht, Freundchen. Du bist nicht auf der Stellenrunde. Kannst du aber hinten anstellen. Stimmt, Vettel. Nee, Raikön. Ah, Raikön. Okay, geh mal vorbei, Raikön, bevor du mich abschießt. Jetzt will er nicht mehr.
Jetzt aber. Den habe ich ja... Den habe ich gar nicht gesehen. Scheiße. Oh. Ups, okay. Das ist unangenehm. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Ah. Ja. Okay. Das war's dann beim Qualifying. Den habe ich wirklich nicht kommen sehen. Ich wollte den vorbeilassen und ja. Okay. 15. Ach, Kevin ist auch raus. Nein, ich hab ja für... Ich start letzter. Och, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt komme ich schon in Q2 und jetzt starte ich doch letzter. Alter, ernsthaft. Boah, ist das frustrierend. Ist das frustrierend. Rivalität gewonnen. Ich habe doch nicht die schnellste Runde. Doch, ich war in Q1 schneller. Ich habe gewonnen. Ich habe endlich die Rivalität gewonnen. Ja. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Vermutlich mal letzter. Ja, da kann ja lustig werden. Und was ist das hier? Was ist unser Teamziel? Wo steht das? 20 Meisterschaftspunkte in 2 Wochenende. Ja, das ist sowieso so eine Sache. Guck, die erwartete Rennplatzierung ist Platz 10. Dafür kriegt man einen. Aber das Teamziel ist 20 Punkte. Das 20-fache. Beziehungsweise dann das 10-fache. Bei 2. Egal. Wir werden sehen, was morgen passiert. Tut es eigentlich regnen? Weil gerade hat es geregnet. Wo ist hier unser Wetter? Wetter, 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 Wetter? Nö. Okay. Na gut. Wir sehen uns morgen wieder. Rennen von ganz hinten kann lustig werden, kennen wir ja. Tschüss.